Gefällt dir das? Okay, geht's anscheinend doch noch nicht weiter. Keypad haben wir. Ah. Sehr schön. Ich liebe es. Frau Cantu hat uns gebeten, dass alle Wertsachen in den Bodentresoren verstaut werden, um Diebe fernzuhalten. 655 ist der Code für diesen Raum. Was ist denn auf diesem Fließband? Kann ich da hoch? Gut, man stirbt auf diesem Fließband. So ein Scheiß. Lass das frei, aber das frei. Gut. Machen wir das nochmal schnell. Oh ja, wie ich das vermisst habe. Na? So. Wir haben die Keycard. Oh, leck. Gerade noch Glück gehabt. Das heißt, wir können jetzt... Okay. Wir können jetzt auch hier rauf. Ach ja... Ist okay. Sieht mir so nach Bodenplatten aus. Ja, direkt vor mir ist eine Bodenplatte. Wer hätte es gedacht? Das sieht man richtig schön im Boden. Hier sind überall Bodenplatten. Okay, ich muss jetzt aufpassen und gucken. Ungefähr in der Mitte des Bildschirms kommt was aus dem Boden. Okay. Jawoll. Hab ich doch gesagt, da kommt irgendwo eine Aufladestation. Was ist denn das hier? Hoffentlich ein Mech für die Zerstörung. Ah. Jetzt muss das Ding sich nur noch selbst zerstören. Durch meine Hand. Und wieso ist jetzt der Alarm an? Ich könnte ja fast nochmal zurück und durch die andere Aufladestation gehen, aber ich lasse es jetzt einfach mal. Aus Gründen der Zeit. Alles klar. Ja. Bitte? Gefällt dir das? Ja, komm hoch. Törichter Narr. Ah, da unten ist der Geschützturm. Das heißt, ich sollte jetzt vielleicht nochmal speichern. Und... auf geht's. Ah, das Ding dreht sich 360 Grad, das ist gut. Okay. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass der Alarm noch an ist. Alarm, Eindringling. Okay, wie geht das Ding da unten an? Wahrscheinlich damit. Auch nicht. Hm. Wahrscheinlich solange der Alarm an ist, ha? Ich sollte nochmal speichern. Hauptmenü. Es geht schneller wie Quicksave, finde ich. Ja, ich hab's gewusst. Irgendwie sind die gar nicht mehr so schlimm, wie ich sie in Erinnerung hatte, muss ich zugeben.
Hey, vielleicht ist es jetzt offen. Immer noch nicht. Code ja, vielleicht liegt es wirklich am Alarm. Jetzt aber schnell rausgerollt. So, wann ist denn nicht Ende in der Mission? Zivilist, komm her. Ich will ein paar Kugeln in deinen scheiß Körper reinpumpen. Dass du jämmerlich verrecken wirst. Ah, da ist er ja. Okay, das war böse. Ich hasse es, wenn dieser Schusswinkel so beschissen ist. Irgendwas wirft da Granaten oder Schiff. Oh, da geht ja voll viel ab. Was ist los? Das will ich nicht. Gott, da müsste doch irgendwann mal Ende sein. Noch zwei Energiezellen. Hauptmenü. Gott, da war ja die Überwachungsplattform nichts dagegen, hey. Sieht aber ein bisschen wie Ende aus. Okay. Spieler gerade gehangen, ich glaube, ich hoffe, das stört euch nicht. Und seinen Schreien nachzuurteilen, glaube ich, sollte ich da drüber springen. Ich sollte nicht reinrollen, ich sollte drüber springen, ja. Alles klar. Eieieiei. Erstmal hier das wichtige Zeug holen. Danke. Okay, da ist ein Teleporter aktiviert worden. Schauen wir doch mal, wo der uns hinführt. Was will ich denn da? Wo bin ich denn jetzt? Will ich da hin? Ich lade mal kurz, weil ich will zuerst schauen, was dieses Teil da oben jetzt letztendlich macht. Sicherheitstür jetzt offen. Ja, war ja so klar. Eine Nachricht habe ich bekommen. Schauen wir mal, was das ist. Silencer, Sie haben mal wieder alles verbockt. Sie sind reingefallen. Zerstören Sie die Generatoren auf der anderen Seite des Raums. Vielleicht hilft eine Spinnenbombe weiter. Shepard aus. Hallo, bist du blöd? Hallo? Geht's dir noch gut? Silencer, Sie haben mal wieder alles verbockt. Da war ein verdammter Laser in der Wand, die ich nicht, an der Wand, wo ich nicht hinschauen konnte. Idiot. Ich geh jetzt da lang. Gefällt's mir besser. Hallo? Macht ihr irgendwelche stupiden Anmerkungen? Ich glaube, der tickt nicht mehr richtig. Der föhnt nicht mehr. Oder der Quatsch, der föhnt erst recht jetzt. Ich mag irgendwie den. Ich hätte einen Alarm deaktiviert sollen, nicht Idiot. Ah, okay. Danke. Der Alarm wurde deaktiviert. Gebiet gesichert.
Ah, ich bräuchte eigentlich eher was zum Energie aufladen. Bin ich denn da jetzt? Jemine, wo bin ich denn da? Oh Gott, wieder hoch. Danke, der Alarm wurde deaktiviert. Code Rot nicht mehr gültig. So. Okay. Damit kann ich leben. Okay. Gut, der ist ja gar nichts. Bist du ein Mech? Ah, du bist ein Mech. Heiliges Kanonenrohr. Der stand so fies da. Mir fällt gerade ein Secret auf, das ich jetzt auch gleich mir holen werde. Ja. Egal. Ist denn noch einer? Okay. Noch eine Nachricht? Kommt denn der mich her? Captain, ein Störsender wird bei dem Problem mit den Mechs helfen. Das LMC hat welche, falls ein Mech mal durchdrehen sollte. Ein Hochfrequenz-EMP-Signal verwirrt die Neuralschaltkreise. Die Mechs laufen dann amok und sind ganz leicht zu erledigen. Und Vorsicht vor den IF-Lasern. Das LMC hat nämlich alle Netzwerkterminals mit diesen Dingern gesichert. Shepard aus. Das sind diese Unsichtbaren, die ich nicht auf Anhieb sehe. Hey, oh, Energiezellen. So, Störsender hat er gemeint, ne? Ah, da war er gerade, verdammt. Na, Störsender. Oder auch nicht. Ja, ich kill's einfach so. Was soll's. Schnell speichern. Zu einfach. Gut. Ich habe zwar ein bisschen Energie verloren, aber das ist mir gerade ein bisschen Bumbel. Genau, das Secret, das ich mir holen wollte. Ich hoffe, das ist jetzt ein Secret. Das bin ich traurig. Ja. Sonst nichts mehr? Ja, muss ich wohl doch wieder zurück. Ach, da unten geht's rein. Ist hier nix? Hallo? Alarm, Eindringling. Moment, das lasse ich nicht so auf mir sitzen. Okay, ich lasse es auf mir sitzen. Egal. Gut. Nur mal schnell Alarm abschalten und heilen. Code aufgehoben. Und gleich im Sprint zurück zu einer Stelle, zu der ich nicht gehen kann. Doch. Haha. Sieg. So, vorsichtig. Okay. Gut, eine Spinnenmine wird mir helfen. Tja. Hätte ich erstmal das hier kaputt machen müssen. Na? Wisst ihr was? Ich glaube, ich renne da einfach durch. Ah, ne, ich bin eine Spinnenmine.
Ich habe, glaube ich, eh noch genug. Ich voll an Spinnenminen, 20 Stück. Ich bin schon mal froh, dass die über diese Energiefelder laufen können. Sie haben's mal wieder verbockt. Wo habe ich's denn mal überhaupt verbockt? Blöder Idiot. Ich erschieß dann, sobald ich in der Basis bin. Hallo? Selbst wenn es mal ein Silencer verbockt haben sollte, ja, in großen Anführungszeichen, sagt man es ihm nicht. Blöder Dilettant, echt. Okay. Ich will jetzt da durchschießen. Ja, genau. Ach ja. Ja, ist ja recht. Ich hab's ja kapiert. Okay, Alarm ist an. Ich hab ein Problem. Ich will zwar nicht nochmal zurückrennen von Alarmschalter. Was war das? Explosionen, die mich begrüßen, machen mich in jedem Fall etwas stutzig. Okay, der ist tot. Ich hoffe, das ist jetzt das Ende hier. Kann ich es wieder anschalten? Nee. Da ist ein Laser, ich hab's gerade eben gesehen. Eindringling. Ah, hallo? Wieso kommt da plötzlich eine Rakete entgegengeflogen? Geht's noch? Es tut mir leid, nicht mehr. Ich hasse Raketen. Ach, der hat ihn geworfen. Bin ich jetzt unten? Scheiße. Gut, ich will darüber springen. Ja, ist mir ja klar. Ich will jetzt irgendwie wieder hoch. Gerne. Ah, dankeschön. Ich schalte jetzt auch vorher mal den Alarm ab, weil mich das echt gerade nervt. Gott, das mit der Munition wird auch immer schlimmer. Ah, ich bin irgendwie knapp auf allem. Ja, eben geschossen. Danke. Rot aufgehoben. Gebiet gesichert. Das ist eine richtig lange Mission, glaube ich. Ich nehme schon über eine Stunde auf. Hauptmenü. So. Weiter da. Nein! Idiot. Was ist denn das hier? Ladedatenbank. Sicherheitstür jetzt offen. Okay, da vorne. Direkt vor mir, würde ich sagen. Ja, schmeckt gut. Sehr energiereich. Ich merke gerade, ich hätte auch unten rumlaufen können. Okay. Hier ist ja bestimmt irgendwo Energielaser. Der Key-Laser. Jawohl, das ist die richtige Aussage. Ach, nimmer sie halt, meine letzten Energiezellen und Medpacks und. Hauptsache, ich muss sie ständig laden. Was ist doch das, was ich suche hier? Ich bin am Ende, ich bin am Ziel. Ich habe es geschafft. Hauptmenü. Ich bin der Grand Mission Accomplisher. Ja, mir egal.
Hey. Ich hab den echt nicht gesehen und er mich anscheinend auch nicht. Ist mir alles clear. Okay. Das ist ein Safe, den will ich haben. Ah, oh, Medpacks. Die Welt hat wieder einen Sinn. Uiuiuiui, und ich kann mir noch mal was kaufen. So, dann finden wir mal raus, wo die Gefangenen sind. Da gibt's, glaube ich, eine kleine Überraschung. In Bezug auf den ersten Teil. Tja, kennen wir den? Ersteren kennen wir. Gut gemacht. Die Datei kommt jetzt durch. Aber Sie sollten lieber abhauen. Die Wachzentrale hat nämlich Ihr Eindringen bemerkt und Ihre Stoßtrupps losgeschickt. Ich öffne die Tür zu einem Schnellbahnwagen nördlich von Ihnen. Er wird Sie zur Basis bringen. Shepard aus. Oh, die haben jetzt mein Eindringen bemerkt. Boah, das sind aber auch Füchse, du. Genau, wer den Typen nicht mehr kennt, den ich gerade gemeint habe, den ersten in der Gefangenenliste, das ist Colonel Eli, unser leitender Wallich! Aha, Rapidlasergewehr. Unser leitender Offizier im ersten Teil. Okay, ich habe langsam ein kleines wenig Bedenken, was diese Wachen angeht. Okay, aber ich kann jetzt nichts das hier abschalten. Genau. Alarm, Eindringling. Sehr schön. Danke. Mir fällt gerade auf, da liegt eine super Shotgun, die ich leider schon habe und deswegen nicht mehr nehmen kann. Sonst ist hier nichts mehr, ne? Doch, eine Keycard. Klar. Gut, und damit haben wir die vierte Mission von Crusader No Remorse abgeschlossen, nachdem wir diesen Roboter gekillt haben. Na, wo kommt er? Ich zweifle an der KI dieses Roboters. Und an meiner. Okay. Gut. Wir haben die Mission abgeschlossen. Hat aber auch lang genug gedauert und war ein Höllenteil. Heute wurde im Beisein von Mitgliedern des Weltkongresses das Sheffield-Industriezentrum auf dem Jupitermond Europa mit vielen Festivitäten wiedereröffnet. Wie Sie sich vielleicht erinnern, war das Zentrum Schauplatz eines Unglücks, das über 3000 Angestellte tötete und vor über einem Jahr zur Schließung der Basis führte. Hören Sie weitere Nachrichten. Der Vorsitzende Nathaniel Dragon ist heute zum Mond geflogen. Der Besuch der Dicor-Minen ist der Grund seiner Reise. Er inspiziert die Minen, um festzustellen, ob das LMC auch in Zukunft den stets wachsenden Energiebedarf der Erde decken kann. Oh, das war aber kurz.
Alles klar, hören wir uns nochmal schnell an, was die Leute... Ah, Ausrüstung. Kann alles nehmen. Ob es hier noch Leute gibt, die irgendwas zu sagen haben in der Basis gerade? Da ist wieder so ein Schild. Ah, alles aufsammeln, was nicht nied- und nagelfest ist hier. Ah, Munition. Okay, ich kann hier in der Mission mit niemandem reden, außer mit dem Shepard. Aber das heben wir uns für die nächste Missionsbesprechung auf. Alles klar. Dann sage ich, wir sehen uns das nächste Mal wieder zur fünften Mission von Crusader No Regret. Ich krieg's nicht auf die Reihe. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.